Und zwar gibt es jetzt, muss ich euch jetzt was sagen. Und zwar, ich hatte ja schon einige Videos vorgedreht für das Kreativtrio. Aber leider gibt es diesen Namen auf YouTube schon. Und diese Damen, auch wenn sie schon länger nichts mehr unter dem Namen gemacht haben, möchten diesen Namen behalten. Jetzt haben wir drei Mädels natürlich überlegt, geguckt und geschaut. Und jetzt haben wir einen neuen Namen. Und zwar heißen wir ab sofort kreativ zu dritt, haben auch das Logo geändert und diese kurze Info werde ich euch jetzt bei meinen vorgearbeiteten Videos alle vorab einspielen, da ich ja in den Videos immer gesagt habe, Kreativtrio. Also, wie gesagt, wir heißen ab sofort kreativ zu dritt, schaut natürlich auch weiterhin gerne bei Demeli26 und bei Miss Ladybug vorbei. So wird sich von der Videoreihe nichts ändern, halt nur Name und das Logo. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß bei den Videos am Gucken. Hallo meine Lieben und schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einem neuen Video von unserem Kreativtrio. Und zwar haben wir heute das Thema Mini-Slimline-Karte. Das habe ich mir ausgesagt, das Thema. Und wie ihr seht, ich habe mir rundum schon ein bisschen was vorbereitet. Und ich würde einfach sagen, wir starten. Und zwar werde ich hier diese Wellenrandstanze von JM Kreation für die Mini Slimline nehmen, aber wirklich nur den Rahmen. Den werde ich mir jetzt auf ein Aquarellpapier, das von Vaesen Kreativ, 200 Gramm, ohne Struktur, ausstanzen. So, ich muss einmal kurz nach links. So. Wie ihr seht, da fällt der Rahmen raus. Das werde ich mir aber jetzt so ankleben. Das werde ich beisammen lassen. Werde ich mir festkleben, da ich mit dieser Schablone von MFT, so heißt sie, wischen werde. Werden wir mal gucken, ob das so beisammen bleibt. Ich werde mir das jetzt bisschen festkleben, würde ich sagen, damit es mir nicht verrutscht. So habe ich es dann beisammen. Jetzt werde ich mir hier so drauflegen und ein bisschen abkleben. So hält das schon, dann nehme ich mir wieder meinen Brushpinsel. Hier habe ich die Farbe, sorry, hier habe ich die Farbe Candied Apple von Ranger Distressed Oxide. Mit denen arbeite ich sehr, sehr gerne. Und da werde ich jetzt von außen nach innen arbeiten. Hier auch
schön auslaufen lassen. Das gefällt mir schon so. Jetzt werde ich noch ein bisschen rumwischen. Das mache ich ja ganz gerne. Das hätte ich eigentlich vorher machen können. Aber ist ja egal. Es geht auch andersrum. Ah nee, nicht verbiegen hier. So, muss ich ein bisschen anders da. Rutsch mir nicht hier. Ja, ich hätte es zuerst wischen sollen und dann ausstanzen. So, werden wir hier noch ein bisschen reinwischen, dass es nicht zu weiß ist. So, gefällt mir schon so. Werden wir schon so lassen. So, wie gesagt, ich werde euch, wo ich das alles gekauft habe, weiß ich nicht mehr. Wenn ich nicht vergesse, werde ich euch alle Shops verlinken, wo ihr die Sachen kaufen könnt. So. Also wieder abmachen. Die Schablone werde ich mir dann gleich mit sauber machen. Legen wir mal zur Seite. Ich habe ja meinen Wassersprüher hier. Die Schablone brauche ich dann nachher für ein schönes Foto noch. So. Jetzt werde ich aber hier noch ein bisschen Sprenkel drauf machen. Entweder Sprenkel oder Glitzer. Gucken wir mal, was mir besser gefallen würde. Also, was? Glitzer. Ich glaube, ich nehme Glitzer. Und zwar werde ich mir das wieder so hinlegen und dann hier muss ich mal gucken, ob ich hier noch ein angespritztes habe. Müsste eigentlich noch eines hier sein. Ja, genau, diese beiden werde ich nehmen, werde ich mir so halten und dann werde ich mir hier bisschen Glitzerspray drauf. Und zwar ist das dieser hier, den gibt es bei Amazon zu kaufen. Den mag ich sehr, sehr gerne. Das habe ich damals gesehen bei der lieben Annelies Welt. Liebe Grüße, falls du dieses Video sehen solltest. So. Ich glaube, das ist genug Glitzer. Geben wir kurz zur Seite. Wische ich mir gleich wieder sauber. So. Einen Rahmen können wir trocknen lassen. Und hier möchte ich dann diesen Süßen hier drauf machen. Und da werde ich mir jetzt, wo habe ich meine Stanze? Die sind darunter. Du bist. Du bist. Und jetzt schauen wir mal, ob sich das mit der. Die Stanze ist von JM Kreation. Und da würde ich dann gerne. Du bist mein Lieblingsmensch. Oder mein Herzensmensch. Genau. Mein Herzensmensch möchte ich nehmen. Du bist mein Herzensmensch. Genau. So in etwa soll es dann aussehen. Das Stempelset ist im Übrigen von Kreativdepot. Und heißt,
große Worte Zusatz. Das lege ich mir mal hier zur Seite, weil das werde ich mir jetzt in Rot, glaube ich, ausstanzen. Mal gucken. Hier schnell durchkurbeln. Ich hätte eigentlich die Mini-Stanze, Stanzmaschine auch. So, gucken wir mal. Ah, das hat jetzt nicht schön ausgestanzt. Oder doch, geht sich gerade aus. Du bist mein Herzensmensch. Ich glaube, das wird gut aussehen. So, jetzt brauche ich mal meine ein Stempelblock. Das ist übrigens einer von Stamping Up. So, aber ich werde, wie mache ich das jetzt am besten? Lege ich mir hier nochmal an. Du bist. So, jetzt muss ich mich aber ein bisschen hinstellen, damit ich das dann halbwegs gerade hinbekomme. Ich glaube, ich mache es doch lieber mit der Stempelhilfe. Weil sonst wird das wie bei dem einen Video sehr, sehr schief und das möchte ich nicht. So, werde ich mir hier festmachen. Dass du bist. So, dass da nichts passiert, lege ich mir jetzt die Stanzen zur Seite, nehme mir mein Versafein Clair. Mach mir die Farbe drauf. So. Stempel mir das jetzt schön ab. So kriege ich das wenigstens schön gerade hin. Muss ich mir wieder angewöhnen, mehr mit meiner Stempelhilfe zu arbeiten, wenn ich Videos drehe. Ja, perfekt. So gefällt mir das. So, gleich abwischen. Lasse ich noch einen Moment trocknen, dabei kann ich meinen Stempel wieder reingeben, wo er hingehört, damit ich ihn nicht verliere. So, das lassen wir jetzt noch einen Moment trocknen. Seht ihr das, wie schön das glitzert? Ich weiß gar nicht, ob das meine Kamera einfängt. So, und jetzt müssen wir uns noch ein Kartenrolling zurechtschneiden. Und zwar brauchen wir hier eine Größe 15x15. Dann nehme ich mir hier so einen weißen Cardstock. Den lege ich mir hier an. Schau, dass ich das schön gerade anlege.
So, einmal 15. Und nochmal die 15. So, die Restpapiere hebe ich natürlich wieder auf. Und dann nehme ich mir mein Faltbrett. Auch von Waesen Kreativ. So. Und das lege ich mir jetzt bei 7,5 an. Und ziehe mir hier eine Falz. So. Und so haben wir schon unseren Kartenrolling. Den werden wir jetzt mal falzen. Wo habe ich jetzt wieder mein Falzbein? Hier liegt es. So, immer zu Tal falzen. Also das ist zu Berg falzen. Das ist Berg und das ist Tal, damit euch das nicht reißt. So. Schön falzen. So, und dann haben wir hier noch unseren Rand. Okay, das passt gar nicht. Wieso passt das jetzt nicht? Muss ich mir noch mal ausmessen. Das ist 7,5. Also 7,4 mal 14. Okay, dann bräuchte ich da ein bisschen mehr. Also 15. Und hier bräuchte ich 16. Oh, okay. Dass ich das auch verwenden kann. Wie ihr seht, das passt gar nicht. Muss ich mir noch mal was zurechtschneiden. Okay, das passt mir gar nicht. Und noch mal ein neues Blatt. Dann brauchen wir hier haben wir 14, habe ich gesehen. Schauen wir noch mal, was haben wir hier? Hier haben wir 14. Machen wir 14 15,5 mal 14,5. Schauen wir dann, ob das passt. So, jetzt habe ich mir natürlich mein Bist weggeschossen. Ach, ist hier. So, gucken wir noch mal, ob das jetzt hinhaut. So, und dann, das falten wir jetzt einfach, das falte ich jetzt einfach so. Schau, dass ich ganz gerade bin.
ein Falzbein. So, und jetzt gucken wir mal, ob das jetzt besser passt. Ja, das gefällt mir viel besser. Ist nur ein kleiner Rand. Das werden wir jetzt, wie machen wir das? Kleben wir das Plan auf. Und das erhöht. Oder das Plan. Und das erhöht. Ich glaube, ich werde das Plan aufkleben. So, und wieder wird es ein längeres Video, weil nicht alles so funktioniert, wie es sein soll. Also, ihr bekommt es schon mit. Ich und kurze Videos, das wird wahrscheinlich nie klappen. Ich bin eher ein Mensch, der euch komplett mitnimmt, auch bei meinen Fehlern. Das schneide ich auch nicht raus, das lasse ich alles drinnen. So. Dann werden wir das jetzt plan aufkleben. So. Und das klebe ich mir jetzt mit meinem doppelseitigen Klebeband auf, also mit dem 3D-Klebeband. Ich hoffe, da verschmiert jetzt nichts mehr. So. Ich habe hier meine große Rolle. Auch bei Amazon gekauft. Da komme ich ziemlich lange hin mit. Wenn ich es finde, nochmal finde, werde ich es euch unten in der Infobox verlinken. So, einmal noch. So, das reicht mir schon. So, kommt wieder hier zur Seite. So, abziehen. Wenn es runter geht. So. So, gleich weg. So. Eine leichte Erhöhung haben wir hier. Wirklich ganz wenig nur. Mal gucken, dass wir das schön hinkriegen. Ah, das klebt. So. Nicht ganz akkurat, aber das genügt mir schon. So, jetzt kommt noch der Bär hier rauf. Und dass du bist, das können wir ein bisschen rüberschieben, du bist mein Lieblingsmensch.
Du? Kleber. Nicht zu viel, aber wie gesagt, der trocknet sowieso transparent. Du bist mein Lieblingsmensch und den werden wir erhöht aufkleben mit meinen 3D-Klebepunkten. Die gehören nämlich auch mal verarbeitet. So, so. Und da schneiden wir eines auseinander für die Füße. Schnippet, schnipp. So, einmal hier und das zweite hier. Und jetzt wieder alles abkriegen, das ist immer. Das Nervigste. Ich werde euch da mal kurz auf Pause schalten. So, ich habe es ab. Gefrimmelt, das werden wir jetzt hier aufbringen. Bisschen höher würde ich sagen, hierhin. So, und dann werde ich noch ein paar Nuvodrops setzen, und zwar das Morning Dew, ein ganz normales durchsichtiges. Wohin? So, das genügt mir schon. Und wir sind fertig mit unserer Mini-Slimline-Karte. Also, ich hoffe, auch die gefällt euch wieder. Ihr hattet Spaß bei dem Video. Wie ihr seht, bei mir gelingt auch nicht immer alles. Ich lasse es aber drinnen. Vergesst nicht, bei den zwei Mädels vorbeizugucken, bei Miss Ladybug88 und bei der Melli 26, wie immer alles unten in der Infobox verlinkt. Und solltet ihr noch Fragen haben, dann einfach unten rein in die Kommentare. Ich würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, einen Daumen da lasst und die Glocke aktiviert, damit ihr kein Video mehr verpasst. Also, meine Lieben, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann nächste Woche, Freitag, mit einem neuen Thema. Bis dahin, mach's gut. Tschüss.